Hey Leute, ich muss euch hier wieder mal zu einem Tutorial nach sehr langer Zeit mal wieder eins. Das ist aber auch ein Tutorial nach Anfrage, denn ich wurde gefragt, ob ich doch mal ein Tutorial dazu machen kann, wie man sich ein hübsches Kanalbanner erstellen kann. Und klar, warum nicht? Ich kann das gerne nochmal ganz genau Schritt für Schritt erklären. Das alte ist ja auch ziemlich lang her. Und zum ersten gehen wir hier mal auf eine Seite von YouTube, ist das. Als Hilfe, das ist eigentlich ja schon mal gut zu wissen, das ist sehr wichtig. Wir müssen wissen, was für Maßen wir eigentlich brauchen für unser Bild. So, die Grundmaße habt ihr hier oben, TV, das sind 2560 mal 1440. So, das ist das Gesamtbild, was ihr braucht. So, ich arbeite heute wieder mit GIMP, also ich arbeite eigentlich immer mit GIMP, weil ich nichts anderes habe. Also, Datei, eine neue Datei erstellen. Da brauchen wir die Breite 2560 und die Höhe muss 1440 sein. Gut. Zack, damit haben wir unser Bild erstellt. So, hierauf arbeiten wir jetzt. Ich markiere das mal, also ich markiere das nicht, aber ich mache das mal in rot. Einfach weil man es so besser erkennen kann. So, das ist jetzt die Arbeitsfläche, auf der wir arbeiten. Und was ich noch gerne mache, ist erstmal das hier löschen, das brauchen wir nicht mehr. Nicht speichern. So, als nächstes, was wichtig ist, haben wir hier einmal den Desktop Maximum. Das heißt, es kommt darauf an, was für ein Desktop ihr nutzt. So wird das Design natürlich auch länger gezogen. Ich glaube, ich habe auch, weil ich einen ziemlich großen Bildschirm habe, ja, bis hier ungefähr werden meine Banners angezeigt und. Nein, ich möchte meinen Farbschema jetzt nicht ändern. Bis hier ungefähr angezeigt und. Naja, das kommt eben auf den Monitor an, den ihr habt. Aber wie ihr lesen könnt, Text and Logo Safe Area. Das ist die Safe Area, das heißt eigentlich bei jedem Monitor ist das so die Ebene, wo jeder es sehen kann. Also darin sollten die wichtigen Sachen reinkommen. Das sind dann eben diese 1546 mal 423. Also das ist die zweite. So. Die zweite Ebene, die ich auch immer einfüge, weil das ist die Safe-Ebene, in der die wichtigen Sachen reinkommen sollen, die wirklich jeder erkennen soll. Also sowas wie zum Beispiel den Namen, wenn man den Namen hinhaben will, oder seine Projekte über Banner reinschreiben will, oder was auch immer, oder wichtige Infos, sollten sie in die Safe-Area reinkommen. So, dafür erstellen wir hier wieder ein neues Bild. Ich verstehe gar nicht, warum das jetzt schwarz ist, aber egal, wir machen ja immer weiß. Zack. So, das haben wir einmal weiß gemacht. Dafür klicken wir jetzt hier drauf. Dann ist es ausgewählt mit Rechtsklick Datei bearbeiten und ausschneiden. So, damit haben wir das jetzt ausgeschnitten, können das hier einfach schließen, nicht speichern. Ziehen hier das hier wieder groß. Dann, nachdem wir das hier groß gemacht haben, klicken wir mal drauf, drücken STRG plus Vogel V. Damit wird das hier eingefügt. So, das ist jetzt die Safe-Ebene. Die müssen wir jetzt hier oben noch als neue Ebene auswählen. Die wollen wir jetzt auch nicht mehr bewegen. Die soll genauso bleiben, weil das die Safe-Ebene ist. Also alles in diesem Bereich wird eigentlich auf jeden Monitor erkannt. Gut, das ist jetzt das Grundgerüst, was ihr habt. Und damit müssen wir jetzt arbeiten. So, ich habe mir jetzt natürlich, so clever wie ich bin, mir natürlich schon ein paar Bilder aus Google besorgt, wie ich arbeiten will, was ich da so reintun will. Wichtig ist eigentlich, ihr braucht natürlich einen Hintergrund. Also ein roter Hintergrund ist natürlich jetzt nicht gerade das Schönste. Ich mache hier jetzt einen Kanalbanner für den Cecil the Hero und ja, da dachte ich mir so, ich hole mir mal was aus Battlefield. So, ich tue das Battlefield-Bild hier einfach mal einfügen. So, das ist jetzt das Battlefield-Bild, das ist so der Grundhintergrund. Ja, also natürlich, das ist die hinterste Ebene, die soll das ganze Bild bedecken. Darum tun wir das Skalieren. Damit die gesamte rote Fläche weg ist. So, natürlich ein bisschen auch über die Linie einfach gehen. Ist kein Problem. Es soll auf jeden Fall die ganze rote Fläche überdeckt sein. Es wird jetzt skaliert und Wumms. Schön. Also die Ebene tun wir auch nach unten ziehen. Also unter unser. Hallo. Erste neue Ebene. Ist gut. Danke. Ey, komm, jetzt geht doch da runter.
Wieso geht nach unten Verein? Nein, nach unten Verein wollte ich nicht. Ich wollte es eigentlich will ich es einfach nur nach unten ziehen, aber aus irgendeinem Grund nach unten eben skalieren. Wieso kann ich es denn jetzt schon wieder nicht nach unten fahren? Okay, wir ziehen es so alles in Ordnung. Kann ich das denn bewegen? Ich kann schon wieder meine ganzen Ebenen nicht bewegen. Ich verstehe nicht warum. So, egal, wir wählen das jetzt hier aus und dann kann ich das damit runter machen. Ja, ich weiß nicht, eigentlich kann man das hier alles so einfach runterziehen. Bei mir funktioniert es gerade wieder nicht, aber egal, wir können hier einmal draufklicken und mit den Pfeiltasten das auch bewegen. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass ich gerade mit Camtasia aufnehme, dadurch ist das vielleicht irgendwie verbuggt. Unwichtig, wir haben jetzt unseren Haupthintergrund. Und so, was ich auch gerne mache, ist diesen weißen Bereich, die Deckkraft ein bisschen runternehmen, damit ich einfach sehe, was dahinter ist. Das sieht eigentlich ziemlich cool aus. Der Panzer ist gut zu sehen. Hier so Battlefield-Figuren. Kann man schon mal so lassen, ja? Gut, als nächstes, was ich auch immer gerne rein tue, sind dann ein paar PNG-Dateien. Hauptsächlich Spielfiguren. Und beim Cecil zum Beispiel, ich weiß, dass er Dead Space 3 gespielt hat, da dachte ich mir so, ich tue mal diesen, ich glaube, Isaac heißt der. Den tue ich einfach noch zum Bild hinzufügen. Also der passt hier eigentlich fast perfekt rein. Wir ziehen den Kopf so hin. Ja, die Beine sind ein bisschen abgeschottet. Also auf dem Fernsehen würde man das sehen, aber da ich so clever bin, kann man das ja einfach runter skalieren. Es ist ja auch auf dem gesamten Bild zu sehen. Also natürlich, das Weiße hier, das wird am Ende weg sein. Das kann man hier einmal kurz wegklicken. So würde das zurzeit aussehen. Der passt eigentlich ziemlich cool rein. Würde ich mal behaupten. So, aber eigentlich würde ich sagen, ich ziehe noch ein bisschen hoch. Schön. So, damit haben wir die erste Figur eingefügt. Natürlich kann man das jetzt mit weiteren Figuren noch machen. Ich tue mal hier. Randy heißt der. Ich glaube, auf Secret of Mana ist der. Die Prim tun wir auch hinein. Und die Pupi. So, jetzt habe ich hier drei neue PNG-Dateien reingewechselt. Also reingewechselt, reingetan. So, die kann ich jetzt hier noch ein bisschen verschieben. Die passen ja eigentlich super zu dem Hintergrund. So, rein theoretisch gar nicht. So, jetzt müsste ich gerne wissen, wie ich die am besten anordne. Wir fangen mit ihr hier an. So, sie kann hier hin natürlich ein bisschen größer, weil so klein. So kleine Figuren will doch keiner sehen. Also skalieren wir sie erstmal größer. Gut ist eigentlich, wenn ich die daneben tue, um so auf die gleiche Größe ungefähr zu kommen. Skalieren wir die kleinen Charakter hier alle mal ein bisschen größer erstmal. So, also auf Skalieren. Jetzt können wir uns noch eine Position für sie aussuchen. So, ich möchte eigentlich, dass sie hinter den Ge also hinter den Charakter stehen. Und er hier soll mal ein bisschen switchen. So, wen haben wir denn hier ausgewählt? Das ist der Randy. Der Randy soll hinterm Dead Space Charakter sein. So, den haben wir jetzt einfach da hinten. Also hier ist der Dead Space Charakter und hier ist der Randy. So, alles was unten ist, also so wird das eben geebnet, ne? So, er ist jetzt dahinter und den setzen wir hier so mal so gekonnt daneben. Sieht doch schon mal ganz schick aus. So, sie kann auch weiter runter, genauso wie sie. Aber natürlich müssen wir sie noch bewegen. Sie liegen ja jetzt gerade aufeinander. Das ist nicht so gut. Das passt hier ganz gut hin. Und da fehlt uns noch eine. Sie hier, genau. Sie kommt hier einfach hin. Und damit haben wir schon mal eine kleine Struktur hier drin. Weitere Charakter können wir auch noch einfügen. Mal sehen, wen haben wir noch? Hier so ein Mario auf seinen Go-Kart. So, erstmal das Bild hier wieder groß machen, das hier minimieren. Ja, Mario auf seinen Go-Kart, der düst hier durch. Wo setzen wir Mario denn hin? Und da hier noch Platz ist, ist das eigentlich sehr gut, aber ich würde ihn gerne spiegeln. Und dann hier noch ein bisschen bewegen. Und ich würde ihn gerne der Straße ein bisschen anordnen. Das kann man hier sehr gut mit diesen Drehen machen. So, drehen wir ihn ein bisschen rotiert. Und Mario soll bitte auch weiter nach unten gehen in den Ebenen, damit er hinten steht. So. Und das sind jetzt eigentlich alle Charakter, die ich gerne eingefügt habe. Das finde ich eigentlich so in Ordnung.
Das hier kann man sich wieder wegdenken. So würde das jetzt, so würde das gesamte Bild aussehen auf dem Fernsehen. Selbst habe ich die Sendung noch nie auf dem Fernsehen gesehen. Ich war noch nie mit Fernsehen auf YouTube. Nur in diesem Safe-Bereich eigentlich. Gut. Was ich noch persönlich gerne benutze, ist eine Internetseite, die habe ich unten verlinkt. Die heißt Logo Design. Extrem cool. Hier kann man sehr geile Schriftarten erstellen. Ihr seht jetzt hier, Cecil the Hero habe ich erstellt. Ist unten verlinkt. Da könnt ihr einfach, ich gehe mal einfach mal hier komplett durch. Hier den Text, hier könnt ihr den Text einfügen. Hier die Größe. Die Größe macht ihr einfach ein bisschen groß, hier so 140. Das könnt ihr ja im Bild selbst auch nochmal ändern mit Skalieren. Die Front, da könnt ihr eben die Schriftart wechseln. Da sind sehr viele Schriftarten drin. Das ist ziemlich cool. Hier unten, ich weiß gar nicht, wofür das alles gut ist. Da könnt ihr ein bisschen ausprobieren. Manche Sachen gehen aber auch nur als Premium. Bestimmte Bereiche. Um Premium zu werden, müsst ihr, glaube ich, irgendwie hier kaufen oder so. Aber es gibt so viel Auswahl, da braucht man das Premium nicht unbedingt. So unter Logo könnt ihr hier die Farben wechseln. Da könnt ihr, boah, da kann man wirklich so viel ausprobieren. Also, ich habe das jetzt hier gerade eben gemacht. Und eigentlich ziemlich cool. Gut, hier so ein Shadow, da kann man zum Beispiel einen Droop-Effekt machen, dann wird das gespiegelt. Ja, wir warten kurz. Okay, Droop-Effekt. Ah, ja, Droop-Effekt war das eigentlich. Der Reflexionseffekt war das, wo das nach unten reflektiert wird. Das gucken wir uns noch an hier so. Ja, ist jetzt bei denen, was ich hier erstellt habe, nicht so cool. Darum mache ich No. Ich will keinen Effekt haben. Was sehr wichtig ist, wenn ihr das in euer Bild einarbeiten wollt, macht transparent. Der Hintergrund sollte transparent sein, weil wenn ihr da hinten irgendeine Farbe oder so habt, dann sieht das ziemlich dumm aus, weil da habt ihr so einen schwarzen Balken zum Beispiel als Hintergrund und dann, naja, sieht nicht so gut aus. Gut, nachdem ihr dann alles eingestellt habt, könnt ihr einfach auf Down gehen, dann wird das, und natürlich hier in PNG-Datei solltet ihr das auch, ne, ausführen, sonst ist es keine PNG-Datei und dann bringt das auch alles nichts. Gut, Sissy the Hero, so Personal-User. Sehr. Klicken wir drauf, komm schon. Können es downloaden. Wie gesagt, diese Seite habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr euch sehr schöne Texte mitmachen. Ich habe das bei, ich glaube, meinen Super Mario Parts habe ich das benutzt für die Zahlen. Für mein aktuelles Design habe ich das auch benutzt. Also kann man wirklich richtig viel mitarbeiten. Wirklich schöne Schriften ausfügen. So. Ihr seht ja auch, hier habe ich ein paar von mir, Mr. Randy Bad, da und Mr. Randy. Also da habe ich schon ein paar gemacht. Aber wir wollen jetzt den Cecil. So, der Cecil, der kommt jetzt hier auch hin. Natürlich soll der Cecil ganz vorne sein. Darum tun wir den ganz nach oben in die Spalte. Und die Schrift kommt dann hier unten so hin, unter die Charakter. Und dann steht da schön Cecil the Hero. So, was jetzt noch wichtig ist, wir machen das weiße Bild weg, weil das stört ja nur. Damit wäre das Design schon fertig. So, ganz wichtig ist, dann geht ihr auf Speichern unter. So, ich mache hier jetzt einfach ein Muschi. Dateityp nach Änderung. So, die Dateityp, ich persönlich speichere es immer als JPG. Ich weiß gar nicht, welche Dateitypen denn noch funktionieren. Ah, dennoch JPG speichere ich es, um es dann auf YouTube hochzuladen. Was ich auch noch oft mache, ist es hier oben als GIMP-Bild speichern, weil dann alle Ebenen so gespeichert sind. Dann kann ich das Bild nochmal bearbeiten, falls mir was nicht gefällt. Was ich auch jedem empfehlen würde, ist das Speichern. Also ihr speichert es. Und nein, ich will meinen Farbschirm nicht ändern. Also ihr speichert es einfach. Dann ist es gespeichert, dann ladet ihr es hoch auf YouTube und lasst dieses Fenster aber noch offen, damit ihr noch verschieben könnt. Also ihr ladet es jetzt hoch. So. Ihr geht auf euren Kanal, ladet es hoch, habt alles fertig bearbeitet und dann fällt euch auf. So, komm, ladet ein bisschen schneller. So, ihr ladet es einfach hoch und wenn es hochgeladen ist, fällt euch auf, dass die Schrift irgendwie zu weit unten ist. Dann könnt ihr es, wenn ihr es noch offen habt, noch ein bisschen verschieben. Natürlich könnt ihr dann so immer noch fein justieren, so hier dann noch ein bisschen nach links, dann noch ein bisschen nach rechts. Und dann habt ihr irgendwann euer perfektes Kanal, Banner, wie ihr es haben wollt, fertig. So, wie gesagt, gehen wir nochmal durch. Die Dateien muss 200, nein, 2560 mal 1440 groß sein, damit sie hochgeladen werden kann.
Der Safe-Bereich, wo alles auf jedem Monitor gesehen wird nach YouTube, ist 1546 mal 423. Also in den Bereich die wichtigen Sachen reintun. Gut, am besten mit PNG-Dateien könnt ihr arbeiten, um euer Hauptwallpaper zu bestücken mit schönen Bildern. So, das war's dann eigentlich mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und konnte euch weiterhelfen. Wir sehen uns bei meinen Let's Plays oder Best-ofs oder was auch immer. Bis dahin und ciao.